Nee, ernsthaft? Das waren die vier? Error, Error, Error-Kombo? Nein, mein Geld! Krass, der öffnet die Augen. Was? Was? Wie geil ist das denn? Kann ich... Unser Haus! Unser Fireplace! Wir haben kein Geld mehr. Wie geil, wir können den hier steuern. Und wo ist Sugar Plums? Hier? Dahinter? Ich glaube, das ist das Haus von ihr, oder? Ja, das ist ja auch abgefackelt. Wie nice! Das ist ja cool. Also wirklich ein cooles Gimmick. Ist jetzt Ende? Können wir nochmal zurückkriegen mit einer neuen Wohnung? Ist das der Lieferant, der uns die ganze Zeit die Pakete bringt? Hey du! Speziallieferung! Was? Was geht jetzt ab? Wie geil, das ist das kulissig ein ganz anderes Spiel. wer bist du? Ich habe gerade herausgefunden, dass ich existiere. Keine Sorge, ich bin nur der freundliche Postmann, der seine Runde macht. Es wird alles wieder gut. Wie lautet deine Adresse nochmal? Ich glaube, ich habe mein Haus niedergebrannt. Ich habe keinen Schimmer. Ja, deine Adresse scheint kürzlich, von der Liste gestrichen worden zu sein. Ziehst du um? Vergiss nicht, bei deinem lokalen Postamt einen Nachsenderauftrag auszufüllen. Einen Moment, während ich deinen Brief suche. Ich weiß, er ist hier irgendwo. Woher weißt du, wer ich bin? Oh gut, mal sehen. 493 Pakete und Briefe direkt zu dir nach Hause geliefert. Waren es doch so viel? Jedes Paket und jeder Brief habe ich dort abgelegt. Direkt neben dir. Direkt neben dem Feuer. Du musstest dich nicht einmal umdrehen. Exzellenter, diskreter Service. Pünktliche Lieferung. Durch Regen und Schnee. Aber meistens Schnee. In letzter Zeit wird es alles immer kälter, oder nicht? Aha, hier ist dein Brief. Danke für Ihren exzellenten Service. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu lesen. Danke, aber ich werde ihn wahrscheinlich so schnell ich kann durchklicken und ihn verbrennen. Naja, wenn wir ehrlich sind. Ich bin sicher, er wird sich warm halten. Grüße, ergebenster, alles Gute. Mit freundlichen Grüßen, lebe wohl. Er wird alles gut, es wird alles wieder gut. Wie schön. Oh, es ist so hell. Bist du noch da? Erinnerst du dich vor langer Zeit? Du und ich und die Wand zwischen uns. Wir warfen Dinge über Tage und Stunden hinweg in das Feuer. Es war so warm. Wie die Umarmung einer fetten Made im Speck. Wir dachten, uns würde die Spielsachen nie ausgehen. Wir dachten, uns würde nie die Zeit ausgehen. Wo ist diese geblieben? Haha. Raus, raus aus dem Kamin hinaus. So wie alles andere. Oh. Da gibt es noch etwas, das ich dir sagen möchte. Wusstest du? Ich bin nicht verbrannt. Das Haus brannte nieder. Und dann bin ich gegangen.
Genau wie du. Es gibt da draußen eine ganze Welt. Du kannst gehen, wohin auch immer du willst. Aber du kannst niemals zurück. Was? Ich bin am Strand. Ich sorge für meinen großartigen Bräune. Okay, danke für die Sonnenbrille. Ich kann es nicht fassen, wie wunderhübsch ich damit aussehe. Schmatz. Deine Freundin, Yoga Plumps. Ich kann ihn nicht verbrennen. Tomorrow Bucks Bank. Ich will auch einen Kredit auf mein Geld. Und die singen die ganze Zeit. Oh, Video, oder? Wie abgefahren episch ist das denn hier? Hallo. Hallo da. Hallo da. Ist da wer? Ja, willkommen. Die Tore sind verschlossen. Du wolltest wahrscheinlich nicht draußen sein. Du solltest wahrscheinlich nicht. Hey, warst du nicht früher ein Busfahrer? Ja, die Arme, ich erinnere mich. Hey, was ist da hinter dem Dunkeln für ein Gebäude? Oh, du erkennst mein Werk? Ja, es scheint so, als ob ich mir einen Namen gemacht hätte. Im Hebelbedienungsgeschäft. Vielleicht hast du gehört. Ich werde ein Seminar abhalten bei den kommenden zukünftigen Innovationen in der Hebelbedienungstechnologie-Konferenz. Du solltest vorbeikommen. Ich kann dich einige wichtige Personen im Geschäft vorstellen. Bring deinen Lebenslauf und deine Visitenkarte mit. Die Maschinerie wird sich nicht von selbst bedienen. Oh, willkommen bei Tomorrow Corporation. Die Zukunft ist Tomorrow. Was macht Tomorrow Corporation? Vielleicht kennst du Tomorrow Corporation Spielzeuge wie Fisties Game Pop oder Mein Kindheit, das Spiel oder Little Inferno Entertainment Fireplace. Du siehst aus, als wärst du vielleicht ein Fan von einem dieser Produkte. Du bist ja völlig mit Ruß bedeckt. Könntest du die Tore öffnen, damit ich rein kann? Oh, ob diese vorstandslösenden Tore öffnen kann? Stille, Entschuldigung. Die einzige Aufgabe, die ich besser kann als jeder andere, ist, diese Tore zu öffnen. Also wenn du darum bittest, bitte erneut darum, mit Drama. Könntest du diese Tore öffnen, damit ich rein kann? Bitte. Und? Was? Denke an das Drama. Das ist der Moment, in dem du durch diese Tore schreitest. Was das für ein Gebäude ist? Du könntest einen Raum finden, der leuchtet wie die Sonne. Oder du könntest einen Aufzug finden, der nur nach oben fährt. Oder du könntest ein Monster mit einem Herz aus Gold finden. Oder ein fantastisches Sommerpraktikum. Aber was auch immer hinter diesen Toren ist, wirst du niemals vergessen können. Also, noch einmal, mit Gefühl. Pförtner, öffne diese Tore. Flinke Finger, los geht's. Bleib zurück. Lass uns sehen, was diesmal passiert.
Ich krieg Gänsehaut, das Spiel ist so episch, die Melodie dazu. Hallo? Ja, willkommen bei Tomorrow Corporation. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Eine weitere großartige Information über die Tomorrow Corporation. 2 Beschwerde und Klagen betreffend die aus Little Inferno Fireplace. 3 mit einem unserer Angestellten sprechen. Ich möchte gerne mehr großartige Informationen über die Tomorrow Corporation. Ich habe eine Beschwerde, mein Haus ist niedergebrannt. Ich würde gerne mit einer Angestellten sprechen. 000. Ja, bitte warten. Hallo? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Ich habe eine Beschwerde, mein Haus ist niedergebrannt. Was schreibst du da? Ich möchte gerne mehr über... Ja, was schreibst du da? Ja, dieses Gespräch kann zum Zwecke der Qualitätssicherung aufgezeichnet werden. Es sieht so aus, als würdest du mehr Worte schreiben als sagen. Ja, ich schreibe ein Buch im anderen Fenster. In jeder kleinen Pause. Zwischen jedem Wort. Um was geht's in deinem Buch? Ja, mein Buch ist eine schwellende Arbeit. Ein Geheimnis. Eine Romanze. Eine verbotene Affäre. Ein Mord. Ein brennendes Herz. Es ist so ziemlich eine Autobiografie. Wie lautet der Titel? Ja, der Titel lautet Rauchwolken über Feuerhausen. Eine spannende Fortsetzung meines letzten Buches, Das grauenvolle Geheimnis. Nein! Nein, ernsthaft? Ihr habt das grauenvolle Geheimnis geschrieben? Genial. Kommt schon. Ja, es ist grauenvoll. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Multitasking-Fähigkeit ist super. Ja, danke. Ich habe eine Beschwerde, mein Haus ist niedergebrannt. Ja, danke. Bitte stell uns folgende Unterlagen bereit. 1. Dein alphanumerische Hausratsversicherungsnummer. 2. Deine 16-stellige Kundenidentifikationsbestätigungsnummer. 3. Dein Little Inferno Echtheitszertifikat, das du mit dem Produkt erhalten hast. Du musst diese Unterlagen an die Nummer auf unserer Webseite faxen. Ich habe kein Faxgerät, ich glaube niemand hat eins. Außerdem ist mein Haus niedergebrannt. Ja, ich werde auf dein Fax warten. Danke. Wie geil. Ich möchte gerne mehr über bla. Ja, Tomorrow Corporation. Die Zukunft ist Tomorrow. Es steht auf unserer Webseite. Bitte geh dorthin. Kann ich den Aufzug benutzen? Ja, danke der Nachfrage. Leider ist der Aufzug nur für autorisierte Angestellte der Tomorrow Corporation. Könnte ich die Toilette benutzen? Ja, die Toilette ist im Aufzug rauf. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Ja, danke für deinen Besuch bei Tomorrow Corporation. Vergiss nicht, die Zukunft ist Tomorrow. Krass. Wie witzig. Oh, Aufzug. Ich möchte gerne da reinschauen. Nein. Wie geil. Wie die Spielsachen gemacht werden. Das ist ja auch witzig. Das mit dem Rad hier aufgezeichnet. Das dreht sich ja wirklich, wenn es brennt. Oh. Der junge Roboter. Nein, ist das Miss Nancy? Hallo? Miss Nancy. Oh, willkommen. Oh, es sieht so kalt da draußen aus. Wie lange schneit es schon? Oh, es schneit, solange ich zurückdenken kann. Und es wird kälter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht nur für immer so weitergehen. Oh, aber er ist wunderschön, oder etwa nicht? Es... Was? Was kann nicht für immer andauern? Kannst du das da unten sehen? Schau, so weit du kannst. Alles, was du siehst, die ganze Stadt, sie verlangsamt sich. Und da, und dann eines Tages, wird sie stoppen. Eingefroren. Wie ein Familienfoto. Das ist grauenhaft. Sollten wir nicht etwas dagegen tun? Haha, Wahnsinn, du bist furchterregend. Ich bin froh, dass wir Freunde sind. Oh, es ist niemandes Schuld. Wir können nicht das Wetter kontrollieren. Wenn alles gefriert, warum gehen nicht alle fort? Du hast dein Haus niedergebrannt. Und du bist gegangen. Wohin wirst du als nächstes gehen? Du kannst gehen, wohin auch immer du willst. Aber du kannst nicht zurückgehen. Und du kannst nicht mit mir kommen.
Was? Ist es jetzt... Oh ja, ich habe gerade fertig gepackt. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich war zu lange hier. Und ich werde nicht jünger. Obwohl ich absolut fantastisch für mein Alter aussehe. Es gab so viele Dinge, die ich machen wollte. Wo ist all die Zeit geblieben? Oh, es ist einfach zu vergessen. Ich erinnere mich, wie ich eine Astronautin werden wollte. Und dann Kosmos erforschen wollte. Und eine Symphonie komponieren wollte. Und zum Grund des Ozeans tauchen wollte. Und verlorene Städte entdecken wollte. Und neue Städte erbauen wollte. Und ein Model werden wollte. Aber bevor du dich versiehst... Oh. Wirst du auch dein Haus niederbrennen? Oh, was soll man machen, wenn man schon alles hat? Was man sich hier erträumt hat? Ich weiß es nicht. Was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich hier erträumt hat? Größer träumen. Okay, danke, dass du auch vorbeigeschaut hast. Oh, es war mir ein Vergnügen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Wie? Dieser Zeichenstil, wie genial. Boah, Gänsehaut, sie sind wieder alleine. Wo können wir denn jetzt noch hin? Hm. Miss Nancy ist fort. Kein Spielzeug mehr für uns, keine Briefe mehr. Und jetzt? Ach, das klingt hier wie die Bestellannahme vom Katalog. Okay. Ciao. Jetzt laufen wir auch noch durch den Wald und diese Melodie, die ist so wahnsinnig und die haben die in so vielen verschiedenen Variationen gespielt. Als das gerade eben lief, wurde mir erstmal wieder bewusst, hey, da saß ein ganzes Orchester dahinter. Oh, wo sind wir jetzt angekommen? Der Wettermeldungsmann. Ein klarer Horizont. So weit das Auge reicht. Bist du bereit aufzubrechen? Ja, ich bin bereit. Hui, los geht's. Schließ einfach deine Augen. Gehe vorwärts und glaube. Wirklich? Geh einfach über die Kante dieses großen, gefährlichen Felsen und glaube? Okay, los geht's. Hui, hallo Kind. Haha, war nur ein Witz. Dort unten sind überall scharfe Steine und Haie. Haie. Was? Haie. Und puh, das ist ein langer Fall. Ich kann dich mitnehmen, weit, weit weg. Weg aus dieser Stadt. Dann bist du auf der. Dann bist du auf dich allein gestellt. Du kannst so weit gehen, wie du willst. Aber wenn du gehst, wirst du dafür zahlen müssen. Und du kannst niemals zurück. Bist du sicher, dass du bereit bist? Ja, was soll ich denn hier noch? Wichtige Wettermeldung. Die Sonne ist so groß, man kann sie beinahe anfassen. Das ist der Beginn von etwas Großartigem. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken, über der Stadt. Gute Nacht. Und da fliegen wir mit dem Wetterballonmann.
Little Inferno. Ja, ich glaube, das war's. Genial. Also das Spiel ist Hammer. Ich muss das Mikrofon weiter wegschieben. Ich bin irgendwie viel zu laut immer. Ja, Leute. Schaut euch an, wer das hier alles programmiert hat. Wie viele Leute daran mitgewirkt haben. Die haben es verdient, dass man ihre Credits auch abspielt. Oh, ich lasse die Musik. Ich krieg so Gänsehaut. Ich lasse diese Melodie jetzt auf mich wirken. Guy on Fire. Danke fürs Spielen. Unglaublich genial. Die Credits sind schon vorbei. Ich glaube, das ist eins der wenigen Spiele, wo ich so kurze Credits hatte. Tja, und dann gucken wir noch mal, was passiert, wenn wir zurück in unseren... Okay, wir sind wieder an der Stelle. Wir könnten noch Kombos farmen und so. Aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal... Ups, zurück zum Spiel. Jetzt haben wir erstmal genug Little Inferno gemacht. Wenn ihr wollt, dass ich noch ein paar Kombos farmen und versuche, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten bin ich jetzt erstmal an dieser Stelle raus. Freue mich für dieses lustige, kleine, witzige, süße Kurzspiel. Kann ich nur jedem empfehlen. Kauft es euch. Das macht unglaublich Spaß, virtuell Dinge zu verbrennen. In Realität nicht gut. Gar nicht gut. Zumal auch... gar nicht gut und schon recht gar nicht gut zu Hause. Also lasst euren Bildschirm leben und so spielt's virtuell in Little Inferno. Und danke fürs Einschalten. Bis dahin. Auf Wiederschauen. Tschüss, Spinne.